Wie wäre es eigentlich, wenn wir hier in Würzburg eine Fläche für ein neues Kernkraftwerk planen würden und dabei noch dafür sorgen, dass das Straßenbild verändert wird, indem wir ausländische Geschäfte, Dönerbuden oder schweizerische Flusskreuzfahrtschiffe aussperren, um das Stadtbild zu verändern? Ja, auf der kommunalen Ebene kann man Themen von bundespolitischer Bedeutung runterziehen und konkret machen. Und das haben sich anscheinend einige Parteien in Baden-Württemberg gedacht, wo ja im Augenblick gerade Kommunalwahlkampf ist. Und da haben wir zwei skurrile Beispiele, nämlich die Forderung der AfD in Karlsruhe Land, die ganz konkret Planflächen für neue Atomkraftwerke ausweisen will. Und auf der anderen Seite haben wir die CDU in Heilbronn, die die Anzahl von Barbershops und Dönerbuden begrenzen möchte. Jetzt könnte man über solche Vorschläge lachen und sagen, das ist sowieso nicht ernst gemeint oder wird nicht umgesetzt werden oder funktioniert sowieso nicht. Aber ich befürchte, die meinen es ernst, zumindest so ernst, dass sie damit auf Jagd nach Wählerstimmen gehen möchten. Deshalb schauen wir uns die beiden Fragestellungen einmal genauer an, und zwar aus einer juristischen Sicht. Also die Ausweisung von einem solchen Planungsgebiet für ein Kernkraftwerk würde also dazu führen, dass bestimmte Bauvorhaben in unmittelbarer Nähe einfach nicht mehr möglich wären. Und es würde bedeuten, dass es Auswirkungen gäbe für die Bauten, die schon vorhanden sind. Zum Beispiel könnten sich Eigenheimbesitzer freuen, die in unmittelbarer Nähe von einem Kernkraftwerk leben, dass sie versorgt werden mit kostenlosen Jodtabletten und dass sie immer wieder auch Evakuierungspläne aufstellen und üben dürfen. Was das genau bedeutet für die Immobilienpreise ist nicht ganz sicher, weil auf der einen Seite werden die Bestandsimmobilien vermutlich billiger, auf der anderen Seite hat man einen Engpass an neuen Immobilien, weil natürlich dann ganz viele Baugebiete auf einmal nicht mehr bebaut werden können. Aber insofern ehrlich, dass die AfD sagt, in Karlsruhe wird man das machen, wenn man an der Macht ist. Dort wird man also, will man ein solches Planungsgebiet ausweisen. Und dann haben wir noch eine andere Forderung aus Baden-Württemberg, nämlich von der CDU in Heilbronn. Die möchte nämlich die Anzahl von Dönergeschäften und Barbershops begrenzen, gesetzlich begrenzen. Und das ist natürlich eine rechtlich interessante Frage, weil das eingreift in Artikel 12 Grundgesetz. Und das kennt jeder Jurastudent im dritten Semester mit dem Apothekenurteil und der Drei-Stufen-Theorie gute Gelegenheit, um das nochmal zu wiederholen. Also Artikel 12 Grundgesetz, herzlichen Glückwunsch nachträglich, regelt ja die Berufsfreiheit. Und das Grundgesetz, das Grundrecht besagt nämlich, dass man nicht ohne weiteres in diese Berufsfreiheit eingreifen darf. Und zwar betrifft es auch die Berufsfreiheit von zum Beispiel dem Herrn, der hier einen Barbershop betreibt. Und da hat das Bundesverfassungsgericht in dem Apothekenurteil die sogenannte Drei-Stufen-Theorie aufgesetzt und gesagt, wir betrachten die Eingriffe in diese Berufsfreiheit auf drei Stufen und in jeder Stufe braucht man eine unterschiedliche Rechtfertigung. Zum Beispiel könnte man jetzt hier bei diesem Barbershop sagen, nun der Barbershop, der muss bestimmte Regeln einhalten, zum Beispiel, dass er Wasser vorhält, dass er Hygieneregeln vorhält. Das ist also objektiv und das braucht keine besonders hohe Rechtfertigung. Alles, was dabei sinnvoll und nützlich ist, darf als Regel aufgegeben werden, obwohl es eine Einschränkung, einen Eingriff der Berufsfreiheit darstellt, wenn es hier auf einmal heißt, wie, ich darf nicht ohne Waschbecken so einen Laden aufmachen. Die zweite Stufe sieht vor, dass man bestimmte Qualifikationen braucht, um einen Laden zu betreiben. Zum Beispiel beim Dönershop ein Gesundheitszeugnis, bestimmte Qualifikationen. Auch die charakterliche und persönliche Zuverlässigkeit muss in der Gewerbeordnung nachgewiesen werden und kann ein Versagungsgrund sein. Dazu hatten wir schon mal ein Video gemacht, als es darum ging, ob die Mitgliedschaft in einer verfassungsfeindlichen Organisation dabei ein Hintergrund sein kann oder nicht. Die dritte Stufe allerdings ist eine Stufe, bei der man keine persönlichen Möglichkeiten hat, darauf einzuwirken. Die dritte Stufe sagt einfach, hier gibt es zu viele Barbershops, wir begrenzen das. Und das war genau die Grundlage bei dem Apothekenurteil, wo man gesagt hatte, Apotheken brauchen Zulassungsbeschränkungen und zwar aus einem überragenden und wahrscheinlich ansonsten verletzten wichtigen Grund für die Allgemeinheit. Und dieser wichtige Grund beim Apothekenurteil war damals, dass der Bestand der bestehenden Apotheken gefährdet werden würde, wenn man zu viele Apotheken zulassen würde. Und das könnte ein solcher überragend wichtiger Grund sein, wegen der Gesundheitsvorsorge, wenn man nicht genug Apotheken hat, wenn nämlich nicht profitabel genug sind, warum man eine objektive Regelung, die nicht einer subjektiven Qualifikation zugänglich sind, zulassen könnte. Konkret für unseren Barbershop-Fall bedeutet es, immer wenn ich Berufsfreiheit dadurch einschränke, dass ich den Zugang zu einer Berufsausübung beschränke, ohne dass jemand darauf Einfluss nehmen kann, brauche ich überragend wichtige Rechtsgüter, die ansonsten mit hoher Wahrscheinlichkeit verletzt werden würden.
machen wir es kurz. Das ist beim Barbershop natürlich nicht der Fall oder beim Dönershop. Wenn es zu viele Dönershops gibt, bedeutet es nicht, dass die Versorgung mit Döner dadurch einbricht. Im Gegenteil, wird wahrscheinlich eher dazu führen, dass die Döner billiger werden zunächst einmal. Und wenn die dann am Schluss nicht profitabel sind, dann machen sie tatsächlich zu und siedeln sich woanders an oder senken ihre Preise. Das sind eben ganz normale Marktgegebenheiten, wo es keinen besonderen Grund gibt, das zu schützen. Die CDU sagt aber, es gibt ein überragendes Interesse, nämlich das Stadtbild. Das Stadtbild soll geschützt werden durch die Begrenzung von Barbershops und Dönerbuden. Was genau ist eigentlich das Problem am Stadtbild, wenn es hier eine Dönerbude und auf der anderen Seite ein Straßencafé mit italienischer Beschriftung und daneben dann auch noch ein Laden Haare und Bart? Nicht ganz sicher, ob das ein Barbershop ist, wenn Haare und Bart draufsteht. Ist das vielleicht ausländisch? Könnte das sein, dass es die deutsche Kultur verfremdet? Wir haben diesen Aspekt schon mal gehört, und zwar in Potsdam. In der Korrektivrecherche war ein Aspekt, als es darum geht, wie man die Remigration erzeugt, dass das Straßenbild verändert werden soll, indem es den Ladenbetreibern so ungemütlich wie möglich gemacht werden soll, sodass sie dann möglichst das Land verlassen oder Sachsen-Anhalt verlassen. Das war die damalige Planung, die auch für ordentliche Empörung gesorgt hat. Die CDU hat es offensichtlich aufgenommen und jetzt zu ihrem Kommunalwahlkampfprogramm gemacht. Interessant. Und wo wir schon von Erscheinungsbild sprechen, Nelly hat einen Friseurtermin. Das ist nämlich gar nicht so leicht, die zu bekommen hierzulande, weil es anscheinend zu wenig Friseure und zu viele Großpudel und Pudel jeglicher Art gibt, die geschoren werden müssen. Und das wird wahrscheinlich danach ziemlich anders aussehen. Wir werden wieder sehr schockiert sein. Bitte seid schonend mit den Kommentaren nach Mittwoch. Und im Hintergrund sehen wir übrigens den Sternplatz. Die alte Mainbrücke ist hinter mir und auf der anderen Seite natürlich der Würzburger Dom. Bekannt für das größte Geläut in Deutschland. Oder in Bayern? Ich bin nicht ganz sicher. In diesem Sinne, macht's gut und bleibt gesund.